Das ist auch geil, oder? Der ist so geil. Auf dem höchsten Punkt kannst du nur eingeben. Genau. Coole Aussicht, genial geile Aussicht da raus. Der perfekte Ort. Auf der Rückfahrt vom Bodensee, da tun wir die Boden weg. Spaß beiseite. Eine Zufahrt, eine Zufahrt, mein Gott, meine Tablette, hast du meine Tablette vergessen? Ja. Davon hätte ich mal. So, das ist mal ganz vernünftig. Auf der Rückfahrt vom Bodensee. Jetzt fällt mir nicht mehr. Ja. Der ist sowas von dir. Siehst du keinen, wie du da gerade. Wahnsinn, oder? Das ist der absolute Oberhammer hier. So muss man es still. Absolut genial. Das ist der beste von allen, der ganz viel ich weiß. Egal wo ich bin, bin ich der Küchenchef. Und der Küchenchef kontrolliert erstmal, ob das gesamte Werkzeug in der Küche funktionstauglich ist. Und um die Küche natürlich einen sicheren Halt zu haben, habe ich... Yes! Das sind original spanische Special Torero Schlappen. Meine Schuhe habe ich vergessen und habe meine liebe Frau mir die schönsten spanischen Hausschlappen gekauft. Also, Obacht. Das ist eine Pfanne. Kennen wir alle die Pfanne? Wenn man die Pfanne genau anguckt, müsste was auffallen. Wem fällt es auf? Die Henkel sind direkt mit dem Guss verbunden. Einmal bitte. Das bedeutet, wenn man gewöhnt ist, dass in Deutschland die Pfannenhenkel nicht heiß sind, erlebt man eine ganz böse Überraschung, wenn man in Spanien eine Pfanne von der Herdplatte hält. Das habe ich gemacht. Extrem heiß und somit liebe spanische Ingenieure. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das noch so Master-Dinge ist. Eine Pfanne mit. Gut, das war das Erste, was mir uns in Spanien, beziehungsweise mir in Spanien aufgefallen ist. Jetzt kommt das Zweite, jetzt kommt das absolute Höllengerät. Liebische spanische Ingenieure. Was ist das? Also, ich glaube, es ist ein Toaster. Aber es ist ein Höllentoaster. Und warum ist ein Höllentoaster? Weil wenn man da was reinlegt, dann verklebt das ganze Zeug hier. Man muss es herauskrubbeln. Hinten dran sind, Achtung, das Ding ist sauheiß. Da oben, das ist sauheiß. Es ist alles sauheiß. Es ist alles dermaßen heiß. Es ist alles so dermaßen heiß, aus, wie gesagt, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber in Deutschland oder beziehungsweise auch vielleicht in anderen Ländern wird man dafür eingesperrt, wenn man so ein Ding produziert. Und das ist eine original spanische Produktion, also keine Ausreden. Liebe Spanier, seid ganz herzliche, liebe Menschen. Aber was Toaster betrifft, oh Mann. Talente auf der Straße, ist unglaublich. Okay, mit oder ohne Brille? Mit. Weißt du, dass man Falte nicht so sieht? Ja. Ja, das muss cool sein jetzt, was? Ja. Ultra cool. Die Falten, die blühen immer recht. Das ist schon das Problem. Für 5 Euro pro Falte sind wir dabei. Interessiert mich nicht mehr. Geht, oder? Ja.
Ich weiß nicht, das wird sich ruhig hier raus. Schießen vielleicht. Das bleibt, oder? Meist in die Wand. Die normalen Leute flüchten. So, jetzt erstmal Corinna dran. Uah, das ist ganz schön kalt. Ja, sieht toll aus. Der Anzug sieht Hammer aus. Hammer. Durch das Licht, ja. Geil. Schon, das siehst du schon hier drinnen, wie die Lichtkanten sind. Nicht tägliche Zähne putzen. Kämmen. Anziehen. Essen. Trainieren. Spätestens dann, wenn es selbstverständlich ist, ist es auch immer anstrengend. Münze. Nicht nur deinen Kopf. Ja, eben, mit den Schatten, das ist der Hammer. Scheiße. Nochmal? So, er wird nochmal gerichtet. Ich konzentriere mich jetzt mal mehr Space, gehen wir noch mehr rein. Ich bin jetzt in Karlsruhe unterwegs. Das ist die neue Straße hier, so das neue Businessviertel in Karlsruhe. Wer momentan nach Karlsruhe fährt, der erkennt Karlsruhe an was? Und zwar sofort an, genau, dass überall Stau ist. Und zwar überall. Wolverine zeigt die Krallen. Ja. Das muss man schon lassen in Spanien. Gute Idee. Wo grün ist, ist frei, wo rot ist, ist belegt. Und dann sieht man schon komplett beim Reinfahren ins Parkhaus, aha, da ist noch ein Platz frei. Hast du Hunger? Du großes Pferd. Kurze Entspannung für beide. Ja, genau, als ob du ihr in die Brust stichst. Denkst du daran, jetzt sehe ich nichts mehr bei dem Gesicht? Okay. Also ich hoffe, es reicht. Sie sind so fertig am Brennen. Fix und alle. Live-Konzert, Dr. Schaman an der Gitarre. Und er weiß noch, wie es geht. Wo sind die Groupies? Da sind die Groupies.
Hula Hula. Auf Mutti. Moonwalk. Und sie geht auf den Boden, yeah. Damit wäsche. Yes! Ford Fiesta CC und folgende Info für euch. Wenn ihr in Spanien ein Auto mietet, da gibt es eine coole Sonnenbrille zu. Yes! Und zwar, wenn man Ford Fiesta fährt, muss man cool ausgucken. Cool! Nicht ausgucken, sondern ausschauen. Cool mit 5O. Und Achtung, 25 PS. Uhuhuhui! 25 PS! Wir wollten, wie immer, jedes Mal, wenn wir nach Spanien gehen, wollen wir einen Seat haben. Warum einen Seat? Weil spanische Menschen sind sehr attraktiv und sehr temperamentvoll. Und dann wollen wir auch ein spanisches Auto haben. Wir bekommen nie ein spanisches Auto. Ja, Moment. Wir bekommen nie ein spanisches Auto. Wir bekommen immer einen Ford. Und zwar fortgefahren, heimgelaufen. Und aus diesen Gründen möchten wir keinen Ford haben, sondern einen Seat. Aber wir bekommen hier ein Seat! Dein Auto, stopp. Ich bin völlig entspannt in meinem Urlaub und überhaupt nicht verzweifelt. Da kommt noch ein Auto. Da hilft da die coole Sonnenbrille nix. Schönes Licht, ja, Sommerlicht. Total geiles Licht. Brauch bitte ein Ziel, ein bisschen mehr Flexe. Yes. Was ist so. Dein Wunsch, du bist gerade kaum offen lassen. So sieht das denn aus, wenn sich in freier Natur mit so einem wird? Genau. Direkte Kamera, kannst du nicht sagen. Ihr Erster! Servus. Servus. Bleib nochmal das mit Seite nochmal stehen, von der Seite. Noch ein bisschen drehen, Hüfte noch ein bisschen drehen. Ja. Eigentlich war das mal eine ziemlich fertige Geschichte, weil der Arsch hat. Jetzt, bitte. So, ganz easy. Fotograf bei der Arbeit. Da hinten, meine Lady, ziehen wir sie mal ein bisschen weiter her. So, und jetzt komm mal raus, bitte an die Tunnelkante. Und hier mal da ran, ja. Der Kameramann barfuß. Ja, aber mehr. Tolles Abendlicht. An die Tunnelkante, ne? Tolles Abendlicht. Schön, ruhig, fahren Sie ruhig durch. Ja. Fahren Sie ruhig durch. Wir lassen uns gar nicht stören. So, reger Fahrradverkehr. Die haben einen Genuss hier. Und? Da erinnert mich oben, da super spannend, du musst ganz locker bleiben. Das hat vorher funktioniert, jetzt momentan nicht so. Genau, mal. Ganz cool oben, ganz easy. Ja. Okay? Ja. Jack sorgt für super Details. Ja. Das ist jetzt geil. Bleiben. Ja, so. Schön so bleiben. Oh, super. Sehr schön. Oh. Ah, ich sehe nichts mehr. So, das war's schon. So, jetzt werden die Frikadellen geformt. Ganz einfach. Zack, zack. Eine. Zwei. Es gibt große Frikadelle für große Bube. Große Frikadelle für große Bube. So. So, das ist...
Arm. Das nennt man Leichenfotografie im Bodensee. In Austria bei unseren nicht australischen Freunden, sondern bei unseren österreichischen Freunden, die uns ganz liebe Holpies nennen. Wir haben perfekt abgeliefert. Einer war es das zweite Mal, weil er war nicht ganz so fit. Mental wir begrüßen die neu zugestiegenen Fahrgäste im Interregio-Express 42 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Stuttgart Hauptbahnhof. Obacht! Spezialagenten bei der Arbeit. So, einmal. Da haben wir heute ein nettes Fotoshooting. Und zwar zwei Senioren bei der Gymnastik. Auf jeden Fall ein sehr genialer Ausblick, würde ich mal sagen, oder? Machen wir noch auf. Extrem guter Ausblick! Der eine oder andere Australier weiß schon, wo wir sind. Der kann. Alles meins. Autos, Menschen. Alles meine. So. Am Bodensee. Mir tun sie nicht weh. Ausnahmsweise mal. Aber herrliche Location und vor allem natürlich extrem schönes Wetter. Heute Geburtstag. Lady Marmalade bekommt was zum Geburtstag und ich habe mir gedacht, ich kaufe da mal was. Aber weder grün noch rosarot, sondern es gibt für meine Lady was ganz Feines. Kann ich euch nur empfehlen für eure Mädels, für eure Darlings, für eure Schätzchen und zwar von mir. Mein Lady, das war, wenn er mal darüber guckt, müsst ihr sehen, Ginkgo-Spa. Das heißt ein Tagesspa, da könnt ihr mal eure Frau hinschicken und dann haben sie einen ganzen Tag lang Entspannung. Wir müssen das alles wieder so zu hinlegen, wie es vorher war, damit die nicht schimpfen nachher. Aber hier sind zum Beispiel so Gürtel und da kann man Gürtel drumherum und jetzt hier zum Beispiel ein schweres, hier zum Beispiel so eine Axt oder sowas, ne? Also so Dinge dranhängen, die dann kernig aussehen. Das ist mein Part, okay? Genau. Da müssen wir bloß immer wieder so ungefähr an die Stelle. Oder hier ist mal ein Vorschlaghammer und auch du zum Beispiel, du kannst ja zum Beispiel mal so etwas mit Kraft oder sowas. Ich weiß nicht. Nee? Ich glaube nicht. Nee. Also bei mir auf jeden Fall. Wenn es nicht sein muss. Na dann nicht, wenn du nicht willst, dann nicht. Ich mache das mit dem Vorschlag, haben wir schon mal ein paar. Ja. So, wir sind gerade mit dem Henning van Berg unterwegs und da haben wir zufällig zwei Jungs kennengelernt, die hier im Stahlwerk rumturnen. Die werden euch mal kurz zeigen, was man da so alles mit seinem Body machen kann. Ich bin ja eher aus dem Kraftsportbereich, eher etwas unbeholfen, ungeschickt. Und jetzt zeigen die zwei euch mal, was man so alles machen kann. Du bist der? Ich bin der Ihor, Jagimenko. Und ich bin Sean Palmer. Zusammen sind wir Lost Acrobats. Ah, okay. Und ihr zwei macht normalerweise, was macht ihr normalerweise? Was wir sind Arbeit? Artisten, beruflich. Berufliche Artisten? Wir spielen Shows in Varietés, auf Gala-Events, je nachdem, wo die Leute Show-Acts brauchen. Okay. Und ihr macht jetzt gemeinsam ein Body-Act gerade, ne? Genau. Wir machen Partner akrobatisch. Perfekt. Dann legt mal los.
Okay. Okay, mit dem. Oh, wow. Hammer. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Puh. Wow. Hammer. Ja, Ford Mustang. Ich sage einfach nur Ford Mustang. Zuhören, genau zuhören. Moment, wir sind gleich dabei. Um Gottes Willen, was ist das für ein Auto? Unglaublich. Ach, das muss ich erstmal wieder richtig anziehen. Wie viel PS waren es nochmal? 613. 613, nochmal zur Information. Und 800 und? 720. 827 Newtonmeter und ich habe einen Puls von 300. Hier haben wir nochmal ein kleines Schüsselchen und überall als kleine Schüsselchen und hier oben gehen wir gleich hoch und dann muss ich auch noch den Henning vorstellen. Das ist der Henning. Henning ist hier der Initiator von der ganzen Sache. Henning ist der Fotograf, internationaler Fotograf, der schöne Fotos macht, selber sich aber nicht vor die Kamera traut, aber jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn erwischt. So, und das sind die netten Schüsselchen. Keine Ahnung. Die Dinger haben einen Durchmesser von 6 Meter, glaube ich. Und wiegen etliche Tonnen. 40 Tonnen wiegt so ein Teil. Meine Frau im Gegensatz dazu mit ihren 52 Kilo, das sind 40 Tonnen, 52. 40, 52. Und da haben wir noch einen. Das ist ein sogenannter, wie heißt man die? Heißt man die Spanner? Nee, oder? Keine Ahnung. Für Assistent, jetzt, Entschuldigung. Und dahinter haben wir, was ist denn da noch alles? Ja, da hinten, okay. Also wie gesagt, es ist alles etwas größer wie zu Hause. Bisschen größer wie zu Hause, Suppenschüssel. Und da gehen wir jetzt gleich hoch und dann geht es weiter mit Shooting. Irgendwas, wer macht denn von euch noch Breakdance? Ist da irgendjemand dabei, der Breakdance macht? Nee, aber so Flips immer. Ja, mach mal. Okay, das, also das waren keine Hände auf dem Boden, oder? Aua, okay. Und was machst du? Kannst du auch sowas? Ja, klar. Dann mach mal, komm. Mir wird's warm dabei. Geil. Sehr geil. Das sieht man mal, was man mit einem menschlichen Körper alles machen kann. Das ist unglaublich, was so 600 Muskeln und ein paar Knochen zu was die eigentlich zuständig sind. Sehr geil.